Jetzt ist die Frage natürlich, im Moment gerade viele Österreicher sind verwirrt. Welche Maske brauche ich wo? Wenn Sie in den Handel gehen zum Einkaufen heute, wissen Sie noch genau, wo, in welchem Geschäft Sie was für eine Maske oder ob Sie eine Maske brauchen? Für mich ist das ganz einfach. Nachdem die FFP2-Maske viel besser schützt als jede andere Maske, also entweder mich oder auch die anderen oder beides, nehme ich immer die FFP2-Maske, das ist weitaus besser. Die FFP2-Maske, die geht natürlich auch immer und die ist natürlich auch überall gültig. Verstehen Sie aber auch die Menschen, die verwirrt sind, die sich nicht mehr auskennen? Ja, es ist natürlich etwas verwirrend und ich verstehe auch, dass eine FFP2-Maske unangenehmer zu tragen ist als ein dünner Mund-Nasenschutz. Aber die Verordnungen werden ja nicht aus Jux und Tollerei erlassen, sondern weil wir in eine Phase gehen, wo das Delta-Virus sehr ansteckend ist, wo wir wieder mehr in geschlossenen Räumen sind und wo wir daher mehr aufpassen müssen. Wir wissen, dass sich auch geimpfte Menschen anstecken können, zwar in einem weitaus geringeren Maße und wenn, dann wahrscheinlich mit einem sehr milden Verlauf, und dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit eher nicht das Virus weitergeben. Trotzdem macht es Sinn, wieder auf Masken zu setzen. Es macht Sinn, dort, wo Menschen eng beisammen sind, das ist in öffentlichen Verkehrsmitteln der Fall und das ist in Lebensmittelsupermärkten sehr oft der Fall, daher, dass da FFP2-Maskenpflicht besteht, halte ich für sehr, sehr vernünftig. Jetzt gibt es ja auch Experten, die meinen, man sollte jetzt schon gleich die von Stufe 2 und 3, die Maßnahmen auch gleich jetzt machen, um eben auch ein weiteres Ansteigen so gut wie möglich zu minimieren. Gleichzeitig, wenn man es ganz strikt nach dem Plan fährt, heute haben wir wieder 198 Intensivbetten belegt. Das heißt, wir sind um 2 Intensivbetten unter dieser 10%-Marke. Das heißt, eigentlich morgen müsste es dann wieder anders sein. Was sagen denn Sie zu dieser ganzen Geschichte? Was ist Ihre Meinung? Ich denke, dass die Regierung versucht, so wenig wie möglich einzuschränken, aber so viel wie nötig Maßnahmen zu erlassen. Und das ist natürlich ein schmaler Grat zwischen sehr belastet sein und doch auch noch gewisse Freiheiten zu haben. Ich bin sehr froh, dass auch die Regierung sich dazu bekennt, dass es für die Geimpften und Genesenen keinen totalen Lockdown mehr geben wird. Das ist, glaube ich, auch für die Schulen sehr, sehr wichtig. Und dass wir Maßnahmen wahrscheinlich setzen müssen, zeigen ja die Zahlen, die täglich ansteigen und auch die Zahlen in der hospitalisierten Personen. Aber ich glaube, man kann nur jede Art von Appell an die bisher noch nicht Geimpften richten. Sie mögen sich bitte impfen lassen. Das würde Ihnen helfen, würde Sie schützen und würde natürlich uns allen nützen. Denn dann kann man wirklich sagen, das Virus ist besiegt. Es gab es diese Woche auch die Aussage von der Virologin Dorothea von Lahr, die gemeint hat, wenn Österreich noch 1 Million Menschen zum Impfen bringt, dann ist die Pandemie in Österreich mehr oder weniger beendet. Also anders gesagt, dann kann man hier ohne Maßnahmen mehr oder weniger ein normales Leben führen. Gestern gab es auch in der Tageszeitung Österreich eine Grafik vom Juni 2021, wo aufgeschlüsselt gewesen ist, wie viele Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sind, je nach Partei, die sie wählen. Da war zum Beispiel die ÖVP ganz vorne mit 84%, die Grünen hatten um die 80%, auch die Neos und die ÖVP waren so im mittleren bis oberen 70er-Bereich. Und dann gab es noch die FPÖ, da waren nur 33% der erwachsenen Bevölkerung geimpft, von den Personen, die die FPÖ wählen. Was sagt uns das? Ich würde mir wünschen, dass die Freiheitliche Partei von ihrem Justament dagegen Standpunkt über ihren Schatten springen kann und sich, glaube ich, zu einer vernünftigen Lösung durchringen kann. Ich glaube, dass sie mit der reinen Oppositionsrolle, von der sie meinen, dass sie damit Wählerstimmen maximieren können, dass sie von der hinuntersteigen, im Sinne eines gemeinsamen Ganzen, im Sinne
der Gesundheit aller Österreicherinnen und Österreicher. Die Freiheitliche Partei ist ja grundsätzlich mal gegen alles, kann man so sagen. Also egal, was die Regierung macht, man ist halt immer dagegen. Und deswegen sieht man sich auch als einzige Oppositionspartei. Und wenn wir eben von diesen 1 Million zusätzlichen Impfungen sprechen, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn es eben einen Appell geben würde bei den Freiheitlichen, auch okay, probiert es aus, lasst euch impfen oder beziehungsweise es wäre doch nicht so schlecht. Man braucht es nicht mal gutieren, aber wenn man es schon nicht mal abspricht, dann wäre das wahrscheinlich schon die halbe Miete, oder? Ja, vielleicht sollten wir einen Appell an die Vernünftigen innerhalb der Freiheitlichen Partei richten. Jene, die die Krankheit selbst durchgemacht haben und auch schwer durchgemacht haben, wie der oberösterreichische Landeschef. Vielleicht könnten sich dann auch einige andere durchringen und dazu aufrufen. Auch das würde helfen. Ich hoffe natürlich auch auf die Ärztinnen und Ärzte, die ja jetzt mit einer Aufklärungskampagne bei ihren Patientinnen und Patienten begonnen haben, beginnen. Ich nehme an oder ich hoffe, dass sie das auch schon in den letzten Wochen und Monaten getan haben, aber jetzt verstärkt. Auch das würde dazu helfen. Und natürlich hoffe ich, dass auch dann sehr viele Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17, sich noch impfen lassen. Das ist ja noch nicht so lange möglich. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann auch eine Freigabe für Kinder unter 12 Jahren, also ab 6 Jahren. Auch das würde sehr helfen. Das wollte ich gerade ansprechen, ob Sie da schon wissen, wie weit wir da schon sind mit dieser Freigabe für Kinder unter 12 Jahren. In manchen Ländern der Welt wird das ja schon gemacht, in Israel zum Beispiel. Auf der anderen Seite auch noch die Frage natürlich, die Maßnahmen will natürlich keiner haben. Was müsste man denn noch tun, jetzt auch, um die Personen noch zum Impfen zu bringen? Wir sehen auch im Moment gerade schon durch den Schulbeginn wieder einen Anstieg an Impfungen. Es waren auch gestern zum ersten Mal wieder über 10.000 oder um die 10.000 erste Impfungen an einem Tag. Rechnen Sie damit, dass jetzt überhaupt wieder eine zweite Impfwelle kommt, sozusagen? Ja, das rechne ich schon, weil die Urlaubszeit vorbei ist. Also ich denke, in den nächsten 2-3 Wochen werden dann alle aus dem Urlaub zurück sein und dann wird sicher auch wieder eine gewisse Bereitschaft vor der Grippesaison, die ja im November spätestens beginnen wird, da sein. Und ich glaube auch, dass die Jugendlichen jetzt auch, wo sie wieder in die Schule gehen, vermehrt sich impfen lassen werden. Und was die Kinder anbelangt, es sind ja jetzt nur off-label Impfungen möglich, das heißt Impfungen, die zwar nicht zugelassen sind für Kinder, die man aber bei besonders gefährdeten Kindern auch anwenden darf und kann. Vielleicht gibt es dann auch eine baldige Zulassung. Das wäre natürlich besonders schön, weil das würde auch vielen die Sorge nehmen, dass hier möglicherweise Nebenwirkungen eintreten, die man sich nicht wünscht.